Ja, über die Xbox aufzunehmen, da brauche ich irgendwie eine Videokarte. Dann kann ich die Controller, glaube ich, an eine Xbox irgendwie aufzunehmen. Keine Ahnung. PC läuft und dann geht's ab. Ja, wie gesagt, die können uns das ja mal erklären, wie das funktioniert. Dann können wir da mal auch mal ein Let's Play starten. Ja, ich zahle dir das Geld, alles klar. So, jetzt gehe ich hier rein. Jo, du machst ja mit mir. Oh, ich krieg die Krise. Eins Bewegt! kämpfen, ey. Ich krieg die Krise hier. Ach, du musst da runter? Ach so. Ich bin schon im nächsten Abschnitt. Ja, warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ach, diesmal drücke ich mal Y. Hab keine Ahnung. Oh! Was? Oh. Oh! Wie Mein. ich? Was? Hast du Ständer? Ja, mein Staubsauger, der ist kaputt. Hat zu viel gesaugt. Dieses langsame Laufen geht mir langsam auf den Sack. Ja, mir auch. Du konntest da 25% schneller rennen irgendwie. Das haben sie auch abgeschaltet. Ach, das. Am besten sollten sie das ganze Ding abschalten, ey. Meine Meinung. Naja. Weiß ich. Naja. So, jetzt kipp ich mal da ein. Mal ein bisschen Action hier reinkommen. Ach so, die Starken müssen wir töten. So, wo ist denn hier noch ein Starker? Da ist er. Da geht er hin. Aha. Der hat schon die Aufgabe fertig. Dieser Drecksack. Jo. Na komm, ich mach gleich mal her. Naja, ich starte dann irgendwann mal ein LP, die dunkle Seite der Macht. Das wird denn Vanjus dann selber machen, weil ich Das werde ist wahrscheinlich dann nicht nicht da. die dunkle, nicht mein Fall. Aber ab und zu wirst du in Skype mal eingeladen. Ja, das wäre nett, ja. Aber du wirst nicht dabei spielen. Ja, genau. Matraso, drei, vier Parts. Dann wird immer eine Stunde gelabert und ich werde dann hier die Quests machen, was da so passiert oder tralala, Ja, Zigarre. und ich werde ein paar Themen sorgen, zum Beispiel, wenn wir mal ein paar Sachen aufschreiben, die wichtig sind oder beziehungsweise für andere Leute, die auch Interesse haben. Nicht nur über das Game, sondern auch mal über andere Themen. Also Sachen vom Beispiel Xbox oder PlayStation. Mal ein bisschen diskutieren. Das wäre also mein Thema für die nächsten Let's Play. Ja, und Sachen PC. So, hab's geschafft. Let's Play zu machen und das Rendern und alles Zeit dazu haben, lass das mal lieber, Junge. Ach nee, ne. Wird schon angegriffen. Ja, ich hab Mücken am Arsch, Du bist wie ein deswegen. Staubsauger, ey. Ja. Mücken im Arsch habe ich, deswegen. Du bist wie ein Magnet, ey. So, jetzt sind sie alle tot. Ja. Schnauze. So, weiter. So, da musst du irgendwo rein hier, ne? Ja. Nee, hier musst du gar nicht rein, oder? Ich guck gerade auf die Karte. Nee. Aber für die HP ist das auch gut. Naja, Ja, wo ist denn mein Staubsauger hier? Ja, das frage ich mich auch. Ist er schon tot oder was? Ja, irgendwo liegt irgendwo mein Staubsauger. Ja, da hinten liegt er doch. Der liegt da doch auf dem Boden hier. Was ist denn los? Das hat er kaputt gemacht. Mann, 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 Mann.
Und bitte einmal Fußboden sauber machen. Warte, der dreht sich gleich, wenn sich nicht bewegt. Wow. Boden sauber machen. Nicht den Kopf verdrehen hier. So, ich will langsam mal das Gebiet hier verlassen. Mir geht das langsam hier auf den Sack. So, was haben wir denn in der nächsten Aufgabe? Ja, mal das Thema zurück. Let's Play über... Das ist wie Magnet. Wie war das mit dem Magnet? Der Vanjus. Lacht nicht. Kämpft mit. So, Schnauze voll hier raus. Ja, einfach nur zu geil. Ja. Das Thema mit den LP Star Wars werde ich dann alleine durchführen. Ich weiß es nicht, wie lange, wie viele Parts ich dafür brauche, Level 50. Ich wollte eigentlich das Together auf Level 50 machen, aber das Blöde dabei ist, jetzt war ich ja krank in der Zeit und das Together ist ja erstmal gestoppt worden. Und das Blöde dabei ist, ich muss immer meinen Kumpane dabei haben, dem Firespot. Deswegen mache ich einen neuen Charakter und erkläre euch mal die dunkle Seite der Macht. Was ich da für einen Charakter nehme, das wird eine kleine Überraschung. Aber bis ich da soweit bin, will ich erstmal meine anderen Projekte erstmal zu Ende führen. Und dann kommt das Let's Play dran. Ich will nicht irgendwas mit 1000 Projekten machen. Das gibt mir auch dann auf den Sack. Das ist auch ein bisschen anstrengend, kann ich sagen. Ja, das strengt einen an, wenn man Beispiel, du hast 10 Spiele mit 10 Let's Plays offen und die musst du alle gleichzeitig mal für 1-2 Stunden aufnehmen. Dann guck mal, was das eigentlich für Zeit beansprucht. Und das noch mit erinnern und alles. Ja, so sieht es nicht aus. Und viele Leute denken, Let's Play wäre einfach. So einfach ist das nicht. Ich finde es ein bisschen schwer. Also erstmal die Zeit dafür zu haben. Viele gehen zur Schule. Da habt ihr Zeit aller Zeit der Welt erstmal für die 10 Jahre. Glaubt ihr, ne? Feuerswort macht mir mal den Weg frei. Was hat der denn als hier? Mich kann man nicht besiegen. Leg dich hin, du Vogel. Halt mal auf hier, du Vogel. So, ist denn hier irgendwas nochmal abzuschalten? Hier irgendwas hier dahinter gibt's auch. Entschuldigung, ich habe irgendwelche Reflexe. So, mal abgeschaltet. So, jetzt müssen wir wieder hier raus. Hier liegt schon wieder was auf dem Boden. Interessiert mich nicht. Für die 7 Credits schon, ne? 7 Credits? Ey, was willst du mit 7 Credits? Wenn es 1000 wären, dann würde ich es nehmen. 1000 Credits ist auch ganz schön viel Geld hier in dem Spiel. Nee. Doch. Aber wenn es Level 50 bist und deine Rüstung geht kaputt, ne? Weißt du, was du eigentlich da zahlen musst alleine von Credits? Ja, ach, komm. Kenn ich doch. Ja. So, jetzt müssen wir jetzt zu den. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich auch nicht in der Gilde bin oder sonst wo oder irgendwie verpflichten muss. Weil. Kommst nicht ordentlich. Weil man nicht weiterkommt, weil irgendwelche scheiß Gegner wieder angreifen und wie will man denn. Naja. Was ich ja absolut zum Kotzen finde. Was ich hier nicht leiden kann, wegen Gilde, das du gerade ansprichst. Jetzt in 3 Tagen in Bonn wirst du aus der Gilde geschmissen. Ah ja. Das, die beste Gilde ist eigentlich immer dann eine Fun-Gilde, weil du kannst immer raus und du hast keine Verpflichtungen oder sonst irgendwas. Bei einer richtigen Gilde hast du Verpflichtungen und ich finde das zum Kotzen. Einfach. Ich brauche diese richtige Gilde überhaupt nicht, weil eine Fun-Gilde ist okay, aber ich muss nicht eintreten. Ich brauche überhaupt keine Gilde. Ja, eben.
Weil egal was du nimmst heutzutage, um welche Gilde es sich handelt, müssen sie dir auch mal ein bisschen helfen. Und wenn du so eine Gilde hast, jeder hilft sich am nächsten, dann brauchst du überhaupt nicht in dieser Gilde reinzukommen. So sieht's aus. Das ist ein Online-Spiel und so wird gespielt. Auch wenn hier einer jetzt ist Level 55, jetzt das Endlevel hat und hat alle Aufgaben erfüllt und der kommt jetzt nochmal on, hier nur PvP zu machen. Ja. So, da ist ja hier der Big Boss. So. Schnauze. So, so schnell geht das. Brauche ich das? Nee, brauche ich auch nicht. Nee. So, aber wir haben den Quest, das brauche ich mehr. Ja, so, wenn ich Online-Rollenspiele, das sind so Geschmackssache, aber auch Rollenspiele, allein das Wort, das, da braucht man eine Menge Zeit. Nicht wie bei Call of Duty, so Ballerspiele, ja, sind so 8 Stunden durch und so Rollenspiele brauchst du Tage, weißt du? Ja, wie wo, zum Beispiel, was absolut das beste Spiel finde, ist Skyrim. Skyrim ist absolut ein geiles Spiel. Ja, das werde ich dann irgendwann mal auch mal let's playen, wenn ich es hab. Skyrim kenne ich noch nicht und das soll so wie Morrowind sein, so ähnlich, ne? Ja. Oder wie Oblivion. Oblivion heißt es. Aber nur besser. Gibt es auch da Sprachdialoge oder so? Nee. Erzählt ihr einen da, was da steht oder so, wie bei dem Spiel Gothic? Ich kenne Gothic nicht, aber ich kenne Skyrim kenne ich sehr gut. Über das Spiel Gothic, das werde ich auch noch im Let's Play starten. Aber den ersten Teil, den zweiten Teil habe ich auch auf der CD, aber das kriege ich leider auch mein 7er nicht drauf. Was ich nicht verstehe, warum läuft der erste? Und der noch ein bisschen älter ist. Direx 8 braucht man. So. Ja, Gothic ist auch ein ganz tolles Spiel. Nun, da ich keinen Besuch. Ja. Ich weiß gar nicht, was du da machen musst, deswegen. Außer abschlachten. Viecher abschlachten. Ah. Du musst bei Gothic ist das so. Die Technik ist. Ohne mal Dialoge, warte mal, ich erzähle das gleich. Weil das Nachlabern von Spielen, das geht mir so auf den Sack, wenn ich was sage, ja. Ihr hattet also die. Nein. Ja. Diese Liste. Ganz Gelaber. So, ich will meine Belohnung und ab hier weg hier. Ja, bei Gothic 1 kriegst du auch so Belohnung. Eher. Ich geb dir 50 Erzbrocken und du gibst mir eine Hose oder so. Das ist so wie ein Geben und Nehmen, ist das so eher gemacht. Ja. Und Gothic hat so auch so eine Open World Welt. Können wir sagen. Open World, das heißt ja, Open World heißt ja freie Welt. Und da gibt es viele Quests, was du machen musst. Du hast nämlich bei Gothic 1 3 Lager in Auswahl, wo du dich anschließen möchtest. Und bei den Gothic musst du dich echt anschließen. Das wird dann auch in den Nachteilen auch weitergehen. Und bei den dritten Teilen haben die das etwas ein bisschen verändert. Du brauchst da Prozente, um da ein gutes Ansehen zu kriegen, was du in den Bereich machst. Aber der dritte ist total vollgebuggt. Das würde wirklich ein gutes Spiel sein. Das könnte wirklich ein gutes Spiel sein, wenn diese Bugs wären. Und deswegen sollte man das auf der Xbox spielen. Es gibt Gothic 4 auf der Xbox. Aber ach so. Den dritten Teil gibt es leider nicht auf der Xbox. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Gothic 4 ist, ja, so eine Vorgeschichte irgendwie. Keine Ahnung. Also ich habe den ersten bis zum dritten Teil, den dritten Teil habe ich nie durchgespielt, weil ich diese Abstürze einfach nur zu nervig finde. Ich habe das mit viel Geduld und viel Zeit da reingesteckt, das Spiel halbwegs sich bis zum fast zum Ende zu gespielt, bis es mir gereicht hat.
Du siehst da deine alten Freunde, Witter, was du im ersten Teil kennengelernt hast. Und die, wenn es bei den dritten Teil und so ein Gothic, wenn die das so. Na, wie soll ich denn das nennen? Melden Sie Ihre Beschwerden. Hab keine Ahnung. Jetzt krieg ich einen Schock. Wetten? Ach, 124 Credits. Gehen Sie auf Ihren Posten zurück. Das Neuerung ist, da kannst du den Schrott gleich verkaufen. Brauchst nicht den Einzelnen da reinzumachen, das ist gut. Ich verkauf alles. Ja, das Gothic 1, ja, ich erkläre es euch das selber, wie das Spiel ist. Weil in meinen Augen ist es toll, aber wenn ich dabei kommentiere und da habe ich ganz wenig zu kommentieren. Ich habe da so ein Let's Play angestartet, ich habe es aber alles wieder gelöscht, weil Gothic 1 war mir damals so, ich weiß nicht, ich habe so viele andere Projekte offen, ich habe Stalker offen, dann habe ich noch Red Faction noch zu Ende zu führen, dann habe ich noch Freelancer zu Ende zu führen und dann noch Doom 3. Was war noch was? Doom 3 ist ziemlich cool, also. Ja, ich habe den ersten Doom durchgezockt, auf leicht natürlich, wenn es schnell ist. Dann habe ich den zweiten Doom-Teil durchgezockt. Und dann kommt der Anschluss, der dritte und dann noch die zwei Erweiterungs. Das böse Auferstehen und die Lost Mission. Die verlorene Mission. So, ich glaube, an diesem Teil werden wir dann wieder. Ich weiß nicht, wie es Vanius ist. Auf diesen Fall werde ich erstmal hier Cut machen. Cut. Ja. Warum? Ja, warum? Weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses Spiel. Entschuldigung. Aber so leider, es ist, ist leider etwas. Also wie gesagt, Leute, also nicht wundern. Bei mir lag das ein bisschen und ja, wie gesagt. Ja, ich spiele gerne noch mit Vanius weiter, aber irgendwie. Lag das heute erstmal, irgendwie habe ich erstmal heute keine Nerven dafür. Ja, und ich. Wir haben jetzt ungefähr fast über eine Stunde jetzt aufgenommen, aber mir reicht es jetzt auch. Ich habe heute schon Doom aufgenommen, ich habe heute Zero Sam aufgenommen. Oh, Zero Sam ist auch ein ganz tolles Spiel. Den dritten Teil Let's Play ich auch. Ja. Ich kann nicht mal leider den ersten Teil nicht mehr spielen. Weil der PC mir das nicht mehr zulässt, aber da gibt es noch einen Nachfolger von Zero Sam. Der Let's Play ich gerade. So, und die anderen Teile, also den dritten Teil, den Let's Play ich irgendwann mal auch. Ich muss mir erstmal 30 Euro und das Spiel holen. Es geht nicht anders. Wenn ich was Let's Playen will, den dritten Teil, der ist in Ordnung. Ich will mal wissen, wie der dritte Teil ist. Ich habe den zweiten Teil auch schon komplett abgeschlossen, Ja, und dann kommt da noch was von Alien vs. Potato. Im zweiten Teil noch Nachfolger und. Ja. Und glaubt mir, Vanius hat sehr gute Spiele dabei und ich denke mal, er wird euch das alles erklären. Erklären nicht so, aber. Ich bin so ein Art Let's Player, wie ich das Spiel spiele. Gut, ich gehe jetzt da runter, ich schieße das Monster ab, so immer meine Standardsprüche, ne? Aber ja. Ich habe immer nicht wirklich was zu erzählen, also. Ein bisschen witzig drauf und das Let's Play auch ein bisschen einen Sinn macht, so 50% ein bisschen sprechen dabei, auch wenn ich keinen Gesprächsstoff habe. Ja. Wie jetzt. Ja, aber in Together habe ich mehr Gesprächsstoff. Ich rede nicht an mich selber als, weißt du, und, ja. Und du hast einen Zuhörer dabei und auch gut. Also, wie Leute, wie gesagt, also wenn Bernius mal wieder Star Wars spielen sollte, dann habe ich ein paar Themen übrig. Er kann ja. Ich werde dann wahrscheinlich dabei sein und aber ich werde das Spiel erstmal nicht spielen, aber ich werde dabei sein und bei Let's Play. Und wie gesagt, dann hätte ich dann noch ein paar Themen und so. Dann kann ja Vanius noch was dazu sagen und ihr könnt noch was drunter schreiben. Dokumentare und so und ja, ihr werdet dann sehen, mal gucken, was ich das nächste Mal das Thema habe. So, ja, es wird jetzt auch erstmal kein Together kommen, auch wenn ihr da so lange drauf gewartet habt.
es gehört immer zwei, wenn man ein Together startet, auch wenn die komplett durch sind. Aber wenn so Online-Rollenspiele wie Star Wars zum Beispiel, das dauert zu lange einfach. Das dauert. Für mich ist es gut, für mich gibt es viele Videos davon, aber es ist eben Together. Und Together, da muss man normalerweise durchhalten. Wenn das jetzt ein normales Spiel wäre wie Doom oder Call of Duty oder Zero Sam, komplett durchzuspielen, das würde ein bisschen mehr Spaß machen. Das sehe ich auch so. Weil das ein komplett anderes Spielprinzip ist und man muss erstmal das Spiel zu Hause für den PC haben und das ist einfach heute nicht so einfach. Ja. So. Ja, an dieser Stelle wünsche ich einen schönen Let's Play Together komplett durch und wir sehen uns irgendwann mal wieder mit Together. Ich kann nichts versprechen, wann das nächste Together rauskommt. Ich mache das so nach Lust und Laune. Aber ich wünsche die ganzen Parts, was jetzt oben hochgejagt wurde, bei mir auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch dann komplett bis auf Folge 31 oder 32, wie wir jetzt da gerade sind oder so. Aber ich wünsche aber wie euch die jedenfalls auch, wenn ihr euch die anguckt, viel Spaß. Und wie gesagt, schreibt was dazu und ja, wir sehen uns. Oder vielleicht lade ich mal den Firespot bei anderen Spielen ein. Genau, richtig. Also, haut rein, Firesword und alles klar, Islambad, euer Totenstein, TTS. Tschüss.